Hallo, wissen wir, Andreas, heute machen wir Bananen-Mango-Smoothie. Milch natürlich. Und diesmal ohne halt Zimt. Weil ich weiß, es ist genug mit Mango und Bananen. Ja, dann wollen wir jetzt mal gleich anfangen. Könnt ihr das sehen jetzt? Ja. Erstmal mit den Bananen anfangen, weil die auch was haben. Schnell die Bananen jetzt hier mal. Scheibe für Scheibe. Wir machen heute Smoothie, Mango, Bananen, Mango. Smoothie halt ohne Müsli, also ohne, sagt auch Haferflocken oder Leinsamen, weil ich mache jetzt einfach mal erstmal pur Smoothie machen ohne halt Müsli dabei. Es gibt ja auch welche unter euch, die mit Sicherheit nicht so gerne Müsli mögen, denke ich mal. Deswegen habe ich gedacht, dann mache ich jetzt mal so ein Smoothie ohne halt Müsli dabei, ohne Müsli-Einlage sozusagen. Wie ihr seht, sind die Bananen hier drin. Jetzt löffeln wir mal einen Teil der Mango aus. Die mag ich ganz gerne, so Mango, weil es sehr lecker ist, süß und ja, ich mag den Mango einfach. Es wurde, dass ich so einen roten Kopf habe. Ich war beim Sport heute. Oder ist Montag. Das ist das Messer, das ist schneller als mit Löffel. Aufpassen, dass man sich nicht schneidet. Noch ein Mangostück dazu. Denken wir jetzt mal mit reichem Mango und jetzt tun wir mal die Milch dazu. Circa 1/4 Liter. Oh, jetzt habe ich ganz vergessen, den Mix. Ich muss das mal vergessen. So, wir haben jetzt. Und wir wollen erstmal mixen.
Erster Mixeinsatz. Zweite Runde. Dritte. Und die andere. Das war jetzt das Finale. Mal schön Glas. Ein Stückchen noch drin, aber jetzt mal Prost. Schmeckt sehr frisch. Und schön Mango-Banane schmeckt, also sehr lecker. Schön Vitamin schon nach Sport jetzt. 100 Minuten habe ich Sport gemacht. Brauche ich einfach. Daumen hoch für mich. Ja, lecker geschmeckt. Und falls es euch gefallen hat, Daumen hoch für mich. Und falls nicht, mal Daumen runter. Kommentar ist euch gewünscht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.